Ja, erstmal die Aussage an sich hat mich schon überrascht. Dass es noch kein Vertragsangebot gab, ja. Aber es gab eins. Mich hat die Aussage überrascht. Alles andere zu anderen Dingen, wann wir wie, mit wem sprechen und welchen Stand es da gibt, das ist nichts, was ich jetzt in der Öffentlichkeit besprechen möchte. Ansonsten ist es so, dass ich da grundsätzlich entspannt bin. Also erstmal ist es schön, wenn andere Vereine an uns, an Spielern Interesse haben. Das zeigt, dass wir gute und interessante Spieler in den eigenen Reihen haben. Dass bei Sladi immer auch die letzten Jahre Interessenten da waren. Auch das hat seiner Leistung letztendlich keinen Abbruch getan und deswegen mache ich mir da keine Sorgen, dass Sladis Leistung darunter leiden wird. Also wir haben ja immer betont, dass wir davon ausgehen, dass Sladi in der kommenden Saison und darüber hinaus auch bei uns spielt und da hat sich jetzt dadurch überhaupt nichts verändert, weder in die eine noch in die andere Richtung. Ja, wir haben mal die letzten Wochen auch im Urlaub und auch jetzt die Tage, seitdem er wieder hier ist, schon auch sehr regelmäßig gesprochen. Und das ist ja auch grundsätzlich eine normale Geschichte, weil es ja auch um andere Dinge geht. Aber natürlich sind wir regelmäßig im Austausch. Ja.